Und es geht wieder um eine Bizepsübung. Ich habe euch ja letztes Mal die Übung gezeigt, wo er gerade steht und so reingeht zur Entlastung der Schulter. Und jetzt noch eine Übung von Vince Gironda, die es in sich hat, die für die Bizephöhe richtig geil ist. So, also ich zeige euch die Übung. Ist ein Bizep-Curl und zwar nehmt ihr die gerade Stange, nicht die SZ-Stange, sehr wichtig, weil die SZ-Stange im Prinzip nicht zur maximalen Kontraktion führt. Also wenn ich eine gerade Stange habe, besonders der lange äußere Bizep wird dann mehr gefordert. Ihr greift schulterbreit, diese Scott-Bank und ihr legt euch andersrum rauf. Die Übung schön langsam machen, Kontraktion halten, es kommt nicht so sehr auf das Gewicht drauf an, sondern wirklich auf die volle Kontraktion. Am besten 8 Wiederholungen mal 8. Ja, wie gesagt, Bizep-Höhe könnt ihr dadurch mit verbessern. Äußerer Bizep, probiert das mal aus. 8x8, 15 Sekunden Pause, hat es in sich.